So Leute, Sonntag der 15. Zwei Leute sind noch da, der Björn und der Philipp, die fahren aber jetzt auch gleich. Und ich zeige euch jetzt, was es sich bei dem besagten Paket handelt, was ich immer gesagt habe. Tada! Ich habe mir so eine komplette Fußabtreter-Abstreiferwanne gekauft, inklusive Gitter. Wäre natürlich genau passend für so 8 cm hohe Steine. Aber da wir hier kein Pflaster haben, werde ich das in ein Mörtelbatch reinsetzen. Ja, und das Erste, was ich mache, ist jetzt eine kleine Schalung. Das soll auf exakt die Höhe von dem unteren Balken kommen, weiter nicht. Und dann haben wir auch gleichzeitig unsere Eingangsstufe. Ich glaube, ich werde das aber jetzt trotzdem nochmal mit Holz unterlegen auf die Höhe und dann werden wir das Ganze mal austesten, wie man dann in die Grillkota reingehen kann. Ja, und wenn das passt, so wie ich mir das vorstelle, baue ich mir eine Schalung. Ich habe ja noch die Originalschalung, sage ich jetzt einmal. Die säge ich soweit zusammen, mache die dahin, außenrum. Ein bisschen größer, vielleicht Abstand so viel, ringsrum. Und ja, in der Mitte noch ein kleines Abflussrohr, das wird bloß mit Steinen gefüllt. Und dann kann ich das Ding da nachsetzen. Ganz genau, das mache ich jetzt. Björn, was schaust du da für ein Video an? 46. Hallo, wir sind hier schon 47. Hä? Bist du veraltet? Ja, ja. Also ich sag ja, der ist von gestern, der Björn. Nein, aus Dortmund. Okay, also die zwei fahren jetzt dann auch und ich kann loslegen. Boah, Leute, jetzt haben die mir fast den ganzen Kaffee weggesoffen. Eine Tasse habe ich vorher gehabt und jetzt habe ich bloß noch hier so einen kleinen Schluck Rest gekriegt. Geht das schon wieder los? Mit Milch aufgefüllt und... Mimi. Kaffee brauchen wir in der Früh. Und ein Philipp, zerr mal zur Strafe jetzt nochmal vor die Cam. Mhm. Den Dortmunder jagen wir davon. Tschüss. Ja, und danach geht's richtig los. So, der Björn ist ja mit seinem LKWchen hier in den Hof reingefahren. Und was wolltest du uns noch mitteilen mit dem Schotter? Der ist super verdichtet. Also der LKW hinterlässt keine Spuren beim Rangieren hier. Top. Ein paar Kratzer oben drauf, aber sonst alles gut. Also das Zeug ist, glaube ich, wirklich fast hart wie Beton. Aber schauen wir mal, wie es aussieht, wenn dann noch der nächste Schotter drauf kommt, die Dünnschicht. Naja, ich hoffe, dass wir das dann auch halbwegs gut fest hinkriegen. So, und jetzt haben wir uns hier nochmal einen Philipp geschnappt, weil mir haben sich noch ein paar Fragen aufgetan. Schieß los. Soll ich jetzt das Zeug an der Wand verteilen? Wenn du das möchtest. Oder kommst du nochmal? Ich komme nochmal. Gut. Also, wann in etwa? 3-4 Wochen. Ja. Ja. Bis dahin ist der Putz auch richtig durchgetrocknet. Mhm. Die Alkalität hat auch nachgelassen. Ach, der mit seinen Fachbegriffen hier. Der Tiefengrund sagt mir ja so halbwegs was. Ja. Einfach damit das Material einfach fester wird, nehme ich mal an, und ja, besser hält. Du bindest damit den Staub auf der Oberfläche und bewirkst einfach damit, dass die Farbe oder eine Lasur, je nachdem, was ihr machen wollt, die Farbe nicht aufbrennt, sagt man. Das okay. Heißt, an der Oberfläche direkt hart wird und dann gehst du gerade mit der Hand drüber und kannst es runterschälen. Okay. Aber jetzt mit dieser Fassadenfarbe mit Acrylat. Okay, und was heißt das genau? Das sind die Bindemittel. Bindemittel. Die in der Farbe verbaut sind quasi. Und das ist jetzt noch was Besseres als eine normale Fassaden. Ja, boah, ich hasse dieses Wort. Es gibt dann noch rein Acrylatfarben, die kannst du wirklich überall drauf streichen. Egal ob Holz, Beton, überall. Okay. Dann hast du die normalen Silikonharzfarben, die gehen auch. Mhm. Das mhm. ist halt so ein Hybrid, sagen wir mal.
Aber ich finde es cool, dass er die Farbe mitgebracht hat. Ja, vielen Dank auch nochmal an meinen Chef, der uns die Farbe zur Verfügung gestellt hat. Geile Sache. Von mir auch vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und dann werden wir uns dann in 3, 4 Wochen, ja, den ganzen Spaß nochmal geben, wenn der Philipp dann auf der Leiter steht. Aber ich gebe dir vorher die Aufgabe, in 2 Wochen das Ganze zu grundieren. Das ist einmal 24 Stunden. Mit tiefem Grund. Richtig. Ich. Du. Bin kein Streicher. Das ist Wasser. Bin kein Maler. Das ist nur Wasser. Ja, es ist, da habe ich keinen Plan davon. Nur, dass es einigermaßen durchtrocknet. Ich glaube. Am besten über Nacht. Ja. Okay, gucken wir mal, ob ich das hinbringe. Ihr werdet es erfahren. Aber jetzt schauen wir zum Eingangsbereich von der Kota. Und wer mal in der Nähe ist von mir, warte, kann ja auch gerne mal vorbeikommen, weil dann kann es sein, dass ich dich dann sogar bediene. Sag, wo bei dir in der Nähe vorbei? In Aschaffenburg. In Aschaffenburg? Daimlerstraße 7, in Oschler. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Soll ich die Postleitzahl noch sagen? Die steht auf dem Kübel, kann man vergrößern. Okay. Ja, ich habe hier jetzt Versuche gemacht von der Höhe. Und ich gehe jetzt wirklich bis hierher mit dem Gitter. Sprich, ich werde es hier direkt anbetonieren. Wie ich es vorher gesagt habe, schon so ein bisschen an Rand nah. Dann haben wir im Prinzip mit diesem Gitter eine komplette Stufe. Ein bisschen am Betonrand. Ja, und außen wird dann ja sowieso noch hier rumgeschottert. Dann werde ich jetzt anfangen, mir meine Schalung zu basteln. So Leute, ich habe mir jetzt hier die Bretter für die Schalung zurechtgesägt. Da ist die Säge. Zwei Klötze, da wird es dann am Holz festgeschraubt. Schauen wir mal, wie ich das jetzt hinbekomme. Die Schnauze geflogen. Ich befürchte fast, die Schrauben sind zu kurz. Egal, nehmen wir längere. So, jetzt habe ich dann hier noch meine Holzklötzchen, die kommen, ich hoffe man kann es jetzt sehen, hier außen hin, so, und das baue ich jetzt auch vor und schraube die auch schnell noch fest. Wer kann sich erinnern, in welchen Videos diese Schrauben eine sehr große tragende Rolle gespielt haben? Drunter kommentieren. So, dann können wir rübergehen. Dickeren Bohrer mitnehmen, die Schrauben mitnehmen. Passt der Bit? Jo, der passt sogar. Und vorbohren und drüben hinspaxen. Auf geht's. So Leute, wenn ich das jetzt alles halbwegs richtig berechnet und ausgemessen habe, ich habe hier schon vorgespaxt, dann sollte man das Ganze jetzt dann hier relativ ohne Probleme hinstellen können. Da auf alle Fälle noch ein paar Steine weg, links und rechts. Und dann kann ich das hinspaxen wie einen Balkon. Und jetzt werde ich jetzt gucken, ob ich das so hinkriege. Ja, schoderle. Wenn das festgespackst ist, sollte das eigentlich alles schon im Wasser sein. Das mache ich jetzt ganz einfach. Ich glaube, da unten muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Auf der Seite nicht. Auf der Seite. Jo, nehme ich ganz einfach unten ein bisschen was vom Holz weg.
und dann passt es da unten sauber hin. Jo, schnell die Ecken abgeflext. Bitteschön, ich hoffe, man sieht es jetzt. Und jetzt sollte das Ganze dahin passen. Ansonsten schraube die Schrauben noch mal raus und spackst das alles noch ein bisschen um. Und siehe da, ja, ich muss sie alle noch mal rausmachen. Jo, gefällt mir 100 Punkte. Jetzt kommen die anderen Bretter zum Einsatz, die kommen da unten noch hin. Ja, und dann ist die Schalung soweit fertig. Ja, das mache ich jetzt noch mit den anderen zwei Brettern. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Ja, Freunde, die Schalung ist soweit fertig. Schön, ja, doch, relativ fest. Ich werde mir jetzt noch einen Abzieher machen mit 8 cm Tiefe. Hier genau, dass wir dann genau auf die Bodenhöhe von der Wanne kommen. Nachher noch schnell in der Mitte Loch buddeln und das KG-Rohr reinstecken, aber das zeige ich euch alles. Jetzt baue ich mir noch schnell den Abzieher, aber da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil Brett links, rechts ausschneiden, dass es 8 cm tief ist, nachher in, ihr seht es gleich. Puh, das ist mein Abzieher, genau 8 cm, blop, blop, kann ich dann innen den Estrich auf 8 cm abziehen, ja, dann die Bodenwanne setzen, das KG-Rohr jetzt einmal dann reinsetzen, genau mittig, und ja, weiter geht's. So, Freunde, wir basteln hier jetzt gerade das KG-Rohr rein, oder ich bastel das gerade rein, ja, war zum Lochgraben notwendig. Und ich würde mal sagen, das ist ziemlich genau die Höhe, die ich möchte. Dann werden wir außenrum gleich mal wieder ein bisschen auffüllen. Naja, gut, wenn wir das hier jetzt genau hier drauflegen, dann kommen wir da dann schon irgendwo halbwegs in die Richtung, wo wir wollen. Ja, lassen wir so. Innen wird das Rohr mit losen Steinen aufgefüllt. Es ist ja einfach bloß ein Sickerrohr. Einfach damit in der Wanne dann das Wasser nicht so arg stehen bleibt und ein bisschen nach unten absickern kann. So, Steine habe ich genügend hier außenrum. Wäre ja schlimm, wenn nicht. So, den Stein lassen wir drin flacken. Und dann heißt es Betonestrich anmischen. Ah, ich denke, dass da mindestens jetzt 2 Säcke reingehen. Mindestens. Oh, anmischen, ausprobieren. Auffüllen bis zur Kante, mit einem Abzieher abziehen, Wanne setzen, ausrichten und dann noch außenrum mit einem feiner angemachten Estrich anfüllen, auffüllen. Ja, und dann sollte das Ganze geil aussehen, wenn es fertig ist. So, Leute, ich habt das beobachtet, wie mein Schatten hier gewandert ist. Vorher, irgendwann war er da drüben, jetzt ist er hier. Also es ist eine ganze Ecke Zeit vergangen. Ich habe jetzt hier noch zusätzliche Stützschrauben rein. Ja, aus dem einfachen Grund, dass wenn ich die Wanne dann reinsetze, dass man die nicht zur Seite wegkippt, sondern dass ich die ruckzuck gesetzt habe. Gut. Dann würde ich mal sagen, rühre ich jetzt mal den ersten Estrich-Batch an.
Estrichbeton heißt es genau. Und ja, füll dann auf. Und wenn ich abziehe, dann hole ich euch natürlich wieder dazu. Aber vorher noch eine Nachricht an Björn. Du meintest, gestern war es warm. Leck mich am Arsch, heute ist es noch wärmer. Aber du musstest ja schon heimfahren, also mache ich mein Zeug alleine. Edge. Nein, gestern, ich war so froh, dass die mir das gemacht haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Geilomat, ich danke euch, dir und den Philipp nochmal ganz recht herzlich dafür. Und den Sascha für die Gesellschaft, die er euch geleistet hat. So Leute, das sind jetzt fast schon wieder 4 Säcke, was ich hier drin versenkt habe. Jetzt soll es halt doch halbwegs schnell gehen. So. Nochmal nachkontrollieren hier das Eck. Wegtun. Leute, ich mache das jetzt fertig. Ja, hinten muss ich noch ein bisschen runter und nachher zeige ich es euch ganz einfach. So Leute, machen wir Standbild mit einem Haufen Gequatsche. Obwohl, die Wanne habe ich mit schönen dicken Stein vorher beschwert gehabt, dass es nicht hochschwemmt. Außenrum das Material ziemlich flüssig reingefüllt. Am Schluss noch ein bisschen festeres. Ja, und jetzt muss ich mit dem Putzlappen erst einmal alles außenrum abwischen. Innen drin, also das Metall, wo wir dann das Gitter reinlegen. Ja, und was soll ich sagen? Dann muss die Pampe bloß noch trocknen. Also in 2, 3, 4 Tagen kann ich es dann auspacken. Oh, Scheiße. Was habe ich mir bloß wieder angetan? Naja, schwemmen wir es raus, machen wir es sauber und passen wir auf, dass da unten kein Betonzeug, Zementzeug reinläuft. Boah, Leute, 4:15, ich bin für heute soweit fertig. Gott sei Dank habe ich das jetzt heute gemacht, weil unter der Woche nach der Arbeit wäre das ja auf die Schnelle gar nicht möglich gewesen. Ja, hat es ein bisschen gedauert, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Lieber angucken. Yo, Krikotter und unsere Stufe. Für alle Schlaubäuche und Besserwisser, es ist mir vollkommen klar, Beton am Holz, Kacke. Ich wollte ja eigentlich noch eine Sperrbahn dazwischen legen, habe aber jetzt die Dachpappe nicht gefunden auf die Schnelle, beziehungsweise habe ich auch keinen Bock gehabt zum Suchen. Das wird schon so gehen. Ich habe schon öfters einmal so ein Mörtelbatch am Balken hingedengert und ja, das wird schon gehen. Ja, außen ein bisschen Beton. Ich hoffe, dass das an der Schalung außen richtig gut abläuft oder halt dran ist, dass es nachher sauber aussieht. Ja, Schotter, aufgeschottert wird ja außenrum noch. Das ist aber dann wirklich bloß bis zu der Höhe, wo aufgeschottert wird. Also haben wir von hier nach da dann sowieso noch einen kleinen Absatz. Ich denke aber, das wird optimal sein. Ich hätte jetzt Bock mal da drauf zu steigen und rein zu gehen, aber nein, das verkneife ich mir jetzt. Gut, aufgeräumt habe ich auch schon soweit wieder. Heute war ich so schlau und habe alles, was ich nicht mehr braucht habe, gleich weggeräumt. Ja, weitergehen wird es rein theoretisch dann mit Teil B, eventuell am Mittwoch.
Ja, ich glaube, 2 Tage lasse ich das jetzt mindestens stehen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, es sind dann knapp 3 Tage. Und dann mache ich die Schalung weg. Das gibt dann Teil B. Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei 47, glaube ich. Ja, ja, da kommt schon noch ein bisschen was. Ja, dann würde ich das Video für heute für beendet erklären. Ich bin fix und alle, tue jetzt noch das Video bearbeiten und lasse mich für den Rest des Tages am Arsch lecker. Alles klar, Leute, man sieht sich. Ciao.